Hallo und herzlich willkommen zu Fest2Live. Mein Name ist Frank. Mein Name ist José. Und heute geht es ums Thema Dämmen. José, was verstehen wir unter Thema Dämmen, wenn ich hier jetzt diese Holzkonstruktion anschaue? Ja, also wir wollen jetzt hier auf jeden Fall mal das Thema Dämmen mal einschränken auf diesen Holzbauaspekt. Also es wird ja alles Mögliche gedämmt. Wir haben jetzt hier einen Holzbau stehen, der wurde erstellt in den letzten Folgen. Wir werden es auf jeden Fall mal oben verlinken. Das ist jetzt die dritte Folge. In der ersten Folge ging es um die Herstellung der Wände. Mhm. In der zweiten um eher so die Dachkonstruktion und Pfosten und Fetten und so weiter. Und jetzt geht es um das Thema Dämmstoffe. Und wir haben hier einfach schon auch sehr, sehr unterschiedliche Dämmstoffe. Also das, was ich so am meisten mitkriege, sind so diese flexiblen Dämmstoffe und diese, ja, sag ich mal, harten Dämmstoffe. Und ich glaube, um die schauen wir uns mal genauer an. Und da haben wir auf jeden Fall die richtigen Lösungen. Und wenn ich an flexible Dämmstoffe denke, dann habe ich natürlich nur eins im Kopf, und zwar diese hier. Sehr mobil, sehr flexibel. Ja, Frank, ey, das ist genau das, wo wir hier einsetzen können. Du bist halt alte Schule noch, Frank. Passt. Ja, also es ist wirklich sehr flexibel, sehr mobil. Das ist, ja, das stimmt. Kostet auch nicht viel, aber wir haben hier mittlerweile einfach eine bessere Möglichkeit. Vor allem, wenn du musst immer dran denken, wir haben so viele Dämmstoffmaterialien, die wir verarbeiten müssen, und da macht es, ist besser, wenn es einfach schneller geht. Genau. Ich habe sie hier schon mal dabei, und zwar die ISC. Der eine oder andere kennt sie, und wir möchten diese Säge da mal richtig euch zeigen, was man alles damit schneiden kann. Wir haben da einiges vorbereitet an Videos, die wir hier dann immer wieder einspielen, und ich glaube, José, starte mal vielleicht gleich mit dem ersten Film. Wie wird diese Maschine hier praktisch gesettet, sage ich mal, also eingestellt, um solche flexiblen Materialien zu schneiden? Gut, also wie gesagt, wir haben einen Film vorbereitet. Schauen wir uns den einfach mal an. Na, kann die Technik vielleicht mir kurz helfen hier? Jetzt wunderbar, vielen Dank. Wir haben hier den Systemer, hier ist alles drin. Wir haben Platz für 4 Schneidgarnituren, 2 lange Garnituren und 2 kurze Garnituren. Und ich sage dann auch später noch was dazu, zu diesen verschiedenen Längen. Und zunächst mal muss jetzt hier die Maschine ausgestattet werden mit einer Wellenschliffgarnitur. Wir haben hier flexible Dämmstoffe, die wir erstmal schneiden wollen. Und hier wird zunächst mal das Messer, das bewegliche Messer, ein Stück weit rausgezogen, fixiert mit dem Daumen, und dann kann man das hier schön reinstecken. Wird im Prinzip ähnlich, ein ähnlicher Aufnahmemechanismus wie bei der Stichsäge. Dann hier auf Passung achten und dann entsprechend fixieren. So, und jetzt will ich euch hier auf der Rückseite noch eine Besonderheit zeigen dieser Schneidgarnitur, weil wir haben hier 2 Messer, die in der Höhe zueinander verstellbar sind. Und eins davon ist beweglich und das andere ist stehend. Man muss sich das so vorstellen, das stehende Messer hält die Faser und das bewegliche schneidet es ab. Und hier ist es wirklich auch wichtig, das Ganze zu justieren, je nach Dämmstoff. Und es gibt da keine pauschale Einstellung, muss man ein bisschen ausprobieren. In der Regel ist es so, dass das Bewegliche ein bisschen übersteht gegenüber dem feststehenden Blatt. So, Akku drauf. Und dann kann es hier im Prinzip auch schon fast losgehen. Hier wird jetzt noch der Führungsschienenschlitten montiert. Wird hier ganz einfach eingesteckt, Hebel auf und fixiert. Und jetzt ist die Maschine, kann man sagen, einsatzbereit. So, den Rest packe ich wieder ein. Und ja, der nächste Schritt wäre dann Das Sägen. Das heißt, wir haben jetzt hier in unserer Beispielwand flexible Holzfaserdämmung. Genau, so heißt es richtig. Und klar, das sind jetzt spezielle Normgrößen. Deswegen haben wir hier auch in diesem Rastermaß diese Ständerbauten durchgeführt. Aber natürlich hier oben, im oberen Bereich, da gibt es dann hier diese, meine 15 Grad, die immer wieder auftauchen. Und hier müssen wir das natürlich auch
komfortabel schneiden. Genau. Zeige ich dir, wie das Ganze geht. Wir haben hier ein Zubehör, ein praktisches Zubehör für die ISC. Also hier, wie gesagt, hier die Dämmstoffpakete, wenn man jetzt im Rastermaß bleibt, können einfach eingesetzt werden und es müssen dann halt noch die oberen Abschnitte durchgeführt werden. Und hier wird dann noch, muss man im Prinzip die Länge abnehmen und hier haben wir den Winkelanschlag, ein Zubehör für die ISC, wird hier aus der Transportposition herausgezogen und hier entsprechend fixiert über zwei Schrauben. Das geht eigentlich sehr schnell und im vorderen Bereich haben wir hier zusätzlich noch eine Winkelanzeige, eine Winkelskala. Man kann das Ganze beidseitig bis zu 47 Grad einstellen. So, Winkel auswählen, fixieren und jetzt haben wir hier noch einen Anschlagsreiter und hier kann man die Fachbreite oder auch das gewünschte Maß letztendlich einstellen. So, hier wie gesagt einstellen und Dämmstoff auflegen. Hier darauf achten, dass das einfach schön sauber anliegt am Anschlag. Und jetzt kann die ISC zusammen mit diesem Führungsschienenschlitten ganz einfach auf der Führungsschiene platziert werden und der Schnitt kann durchgeführt werden. Zweimal klicken, um die Maschine einzuschalten und ihr seht, der Schnitt ist wirklich akkurat, gerade und auch die Schnittqualität lässt hier nichts zu wünschen übrig und da macht es Dämmen definitiv Spaß. Ich würde mal sagen, mehr wie mit deinem Messer, Frank, oder? Absolut. Genau. Und wenn es jetzt noch richtig gut passt, dann bin ich ganz zufrieden. Aber es sieht sehr gut aus. Hast du da gezweifelt, Frank? Nein, eigentlich nicht. Ja, also das sieht wirklich gut aus. In dieser Arbeitsweise könnt ihr dann letztendlich die Raster oder den Dämmstoff verarbeiten. Was mir sehr gut gefällt, ist dieses Anschlagsystem. Das heißt, du kannst zusammenfalten, klappbar und dann auch sehr komfortabel auf die Bauschmiede nehmen. Natürlich kann man das jetzt auch auf einer Platte auslegen oder auf einer Palette zum Beispiel. Und ich denke, wir werden nachher noch mehrere Anwendungen sehen, auch mit anderen Materialien, wo man dieses Anschlagsystem einsetzen kann. Also sehr hilfreich in Kombination mit der ISC. Und eine Führungsschiene ist auch nie verkehrt. Wir werden auch noch viele Maschinen sehen nachher, wo man die Führungsschiene verwenden kann. Kommen wir zu einer nächsten Anwendung, und zwar geht es um Freischnitt. Genau. Also, wir haben ja hier ein Feld, das ist ein bisschen schmälerisch. Und wie setze ich jetzt hier die ISC ein, ja, wenn ich jetzt kein Rastermaß habe? Wenn ich jetzt hier ein schmales Feld habe, klar, kann ich das vielleicht auch mit der Führungsschiene machen. Aber vielleicht gibt es da einen Tipp und Trick, wie das am besten geht. Also es gibt wirklich in der Tat viele verschiedene Möglichkeiten mit der ESC zu arbeiten. Ich arbeite auch sehr gern Freihand und hier, das möchte ich euch gerne einfach mal zeigen, wie das funktioniert. Hier wird der Dämmstoff einfach vorne angelegt und hier darauf achten, dass hier ein kleiner Überstand platziert wird. Und zunächst mal werde ich jetzt hier für dieses Beispiel einfach noch eine andere Schnittgarnitur verwenden. Und daher montiere ich die 240 mm Schneidgarnitur ab und verwende jetzt die 350 mm Schneidgarnitur, auch die Wellenschliff mit dem Wellenschliff-Set. Und im Prinzip ist es von der Verwendung her genau das gleiche, nur dass ich hier einfach eine wesentlich höhere Schnitttiefe habe. Und gerade auch bei dickeren Dämmstoffpaketen oder eben bei dieser Anwendung, die ich euch jetzt zeige, da ist diese längere Schneidgarnitur ganz praktisch. Gut, auch hier haben wir wieder die Möglichkeit, das einzustellen. Und wie gehabt, Akku drauf. Und jetzt wird der Dämmstoff angesetzt. Hier, wie gesagt, darauf achten, dass es mit einem kleinen bisschen, mit einem kleinen Überstand angesetzt wird. Und jetzt wird hier im Folgenden erfolgt der Zuschnitt. Und ich kann jetzt hier die Maschine in dieser Haltung einfach ganz ergonomisch halten und am Holz entlang runterschneiden und
der Schnitt wird dadurch geführt hier über diesen Ständer. Das ist nicht ganz ein Freischnitt. Du hast hier die Führung über das Ständerwerk. Und jetzt wird es, glaube ich, interessant, weil jetzt kommst du Richtung Boden. Und da hätte ich jetzt ein bisschen Angst, dass du hier in den Boden reinsägst. Ja, musst du aber keine Angst haben. Guck mal, hier haben wir so einen kleinen Dorn, so einen kleinen Haken an der Spitze. Und der verhindert, dass ich hier in Gerüstboden oder in den Boden reinschneide oder hier auch diese scharfen Messer irgendwie abstumpft dadurch. Clever. Also, cleveres Detail. So, jetzt wird das Ganze hier eingebaut. Und ja, ihr seht, es ist passt wunderbar. Also ist eine praktische Geschichte so. Ich glaube, deine Herausforderungen sind sicherlich auch, ich möchte das ganze Material verarbeiten. Und da sicherlich kommst du manchmal in Positionen, man sieht es auch hier in dem Beispiel, da hast du einfach mal einen schmalen Streifen. So, was ist das, 5 cm, 6 cm Streifen? Und den mit so einem Material sauber runterzuschneiden, also mit meinem Messer habe ich da immer Probleme. Vielleicht gibt es hier ebenfalls eine gute Möglichkeit, das präzise zu machen. Auf jeden Fall. Also wir haben hier den Rest, den habe ich hier oben reingedrückt und da hat hier eben das gefehlt. Schauen wir uns das an, wie ich das gelöst habe, das Problem. Also ein Problem ist jetzt nicht, aber bei manchen Dämmstoffen ist es halt nicht so einfach. Und hier können wir dann den Winkelanschlag auch verwenden. Und ich verwende hier jetzt zusätzlich noch eine kleine Erhöhung, damit hier der Schlitten und das Brett im Prinzip auf einer Ebene liegt. Und dadurch sitzt der Dämmstoff auch ein bisschen stabiler und kippelt auch nicht rum. Und dann können wir hier auch solche schmäleren Stücke auch problemlos schneiden. Man kann das Ganze auch freihändig komplett mit ein bisschen Übung machen oder eine weitere Variante wäre mit dem mit dem Adaptertisch, den ihr später noch sehen werdet. So, das passt. Dann wird das Ganze noch voll ins Rein gedrückt und dann sollte das passen. Also in dem Stil wird dann letztendlich dann die ganze Wand gedämmt. Sieht sehr komfortabel, sehr gut aus. Jetzt sind wir mit der Wand fertig. Jetzt geht es aufs Dach oder beziehungsweise oben hier zwischen die Sparren rein und da spüre ich dieses andere Material, Steinwolle, Glaswolle. Das erinnert mich immer so ein bisschen an meine Zeit, als ich das verarbeiten durfte. Da hat es immer ein bisschen gejuckt. Aber mittlerweile juckt es gar nicht mehr so arg. Ist also wesentlich besser. Aber auch hier haben wir ja das Problem, dass sauberen Zuschneidens, des fusselfreien Zuschneidens und mit so einem Messer ist es immer natürlich ein bisschen also nicht so komfortabel. Mit einem Messer kann man das auch gut relativ gut zuschneiden, aber die Dämmstoffpakete werden immer dicker und da ist es dann manchmal so eine Startup, so aus dem Winkel kommt. Welchen Trick gibt es da, Jose? Schauen wir uns an. Hier, auch hier mit ist die ISC kommen mit der ESC sehr, sehr gut weiter. Hier, es geht jetzt hier um diesen Zwischensparrenbereich und hier wird das Maß mit einem kleinen Zuschlag eingestellt, hier am Winkelanschlag und dem Anschlagsreiter und jetzt wird in der gleichen Manier im Prinzip der Dämmstoff zugeschnitten und ihr seht, es geht wunderbar, das geht durch wie Butter. Wir haben hier ein absolut sauberen, geraden 90-Grad-Schnitt und im Prinzip ist so, dass dann der Einer zum Beispiel diesen Zuschnitt durchführen kann und der Helfer, ich, bietest du dich schon an, Frank? Ja. Du baust es dann ein, super. Genau. Und ihr seht, ruckzuck ist die ganze Rolle verarbeitet. Ja. So, aber was man natürlich nicht vergessen dürfen, einfach reinlegen ist nicht. Überhaupt hier am Ende haben wir ja diese 15 Grad oben an der Pfette und auch unten hier. Und auch das muss ja oder sollte ja irgendwie sauber zugeschnitten sollte werden. Sollte alles passen und sollten keine Hohlräume entstehen bei Dämmung, das ist wichtig. Und da gibt es einen kleinen Trick. Und wie ihr solche Schrägschnitte auch herstellen könnt, der Trick, der kommt. Da habe ich mir abgeschaut,
von den Kollegen von Isoware. Vielen Dank dafür. Funktioniert mit der ISC auch wunderbar. Also hier haben wir einen Winkel, wie gesagt, der wird abgenommen mit einer Schmiege. Und jetzt zeichne ich das quasi an mit der ISC, diese Schmiege. Und jetzt kann hier der Schnitt mittels dieser Führungsschiene abgeschnitten werden. Und ich habe hier wirklich eine saubere Führung. Mit ein bisschen Übung kriegt man hier wirklich ein absolut gutes Ergebnis hin. So, jetzt im unteren Bereich haben wir noch das Auflager im Wandbereich und da will ich dann noch einen kleinen Waagenschnitt machen. Der wird dann kurzerhand einfach frei Auge runtergeschnitten. Also diese Bilder sind irgendwie fantastisch. Wenn man sieht, wie leicht es geht, also Rasiermesser mäßig scharf. Das kriegst du mit dem Messer nicht hin. Nee. Also das ist richtig, richtig top, sowas hier herzustellen und dann letztendlich zu verbauen. Ja, also so wird im Prinzip das Ganze vollends zugedämmt. Mhm. Und jetzt ist eigentlich so, wir haben ja jetzt nicht nur diese flexiblen Materialien, wir haben auch hier solche härteren Materialien. Ich habe da unten ein Material, XPS, so heißt es, hat er mal gesagt. Und das sehe ich öfters, sage ich mal, auch bei den Mauern, also wenn die Maurer arbeiten, wenn genau. Sie da irgendwelche Verschalungen machen, wird es unten mit reingelegt. Muss natürlich auch bearbeitet, geschnitten werden. Und hier kann man das natürlich mit der Säge machen und da weiß ich, das verteilt sich dann wunderbar überall in der Gegend. Und das ist auch ganz schön hart, also ja. Mit dem Fuchsschwanz, giftige Arme. Welche Möglichkeiten haben wir hier mit der ISC? Geht es überhaupt mit der ISC? Ja, geht. Also ist kein wirkliches Thema. Auch hier haben wir einen Film, das zeige ich dir gerne. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, die Garnitur wieder zu wechseln und eine andere zu verwenden. Also mit der Wellenschliffgarnitur funktioniert das Ganze nicht. Hier für diese druckfesten Dämmstoffe wird die Garnitur mit dem geschränkten Blatt verwendet. Wir haben im Prinzip wie bei einer Stichsäge ein Blatt, nur halt länger. Auch hier die 240 mm Schnittlänge, die man hat. Und ihr seht, der Umbau, der geht wirklich mit ein bisschen Übung, geht er problemlos. Und hier seht ihr auch den Unterschied der beiden Garnituren. Mit der Garnitur haben wir nicht die Möglichkeit, den Schlitten zu verwenden, sondern nur diesen Adaptertisch. Und hier wird der Adaptertisch ist dafür da, dass wir hier über die Führungsschiene das Ganze führen können. Kann auch sehr gut freihändig schneiden. Im vorderen Bereich gibt es einen kleinen Schnittanzeiger und funktioniert auch wunderbar. Kann man natürlich auch in Verbindung mit dem Wellenschliff Setup verwenden. Funktioniert hier auch. So, das Ganze wird hier eingeklippt über diese zwei Haken, entsprechend fixiert. Und jetzt kann man im Prinzip gleich loslegen, Akkupack drauf. Ich habe hier einen Bluetooth-Akkupack. Der Vorteil ist hier, wir können das Ganze koppeln mit einer Absaugung. Und hier haben wir ein System, das macht, finde ich, richtig Spaß, wenn man Dämmstoffe verarbeitet. Wir haben ein Staubsaugen, ein Absaugmobil, einen Vorabscheider, der wirklich die großen Staubmengen problemlos verarbeiten kann oder sammeln kann, besser gesagt. Und hier oben die Powerstation, die Sys Powerstation, eine mobile Steckdose. Ich habe hier keine Kabel, ich bin hier absolut mobil und ausreichend Power für meine Arbeit. So, jetzt haben wir hier im vorderen Bereich die Fernbedienung. Die ist sehr praktisch, immer wenn man mit diesen Staubsaugen zu tun hat, wird gekoppelt über diesen Bajonettverschluss und es hält dann auch wirklich absolut fest. Im Folgenden habe ich jetzt hier die Maschine gekoppelt mit dem Sauger. Ihr habt es vielleicht gesehen, über diesen kleinen Knopf kann man den Akkupack, den Bluetooth-Akkupack pairen und wahlweise kann man auch diesen Knopf drücken, um den Kopplungsvorgang abzuschließen. Und
Das heißt, Knopf drücken, Maschine einschalten und schon sind beide miteinander verbunden. Und jetzt bin ich bestens ausgerüstet. Und zusätzlich wird jetzt hier ein Schnellspannsystem verwendet, FS Rapid, an der Schiene montiert. Wenn ihr jetzt mehrere Schnitte habt, die ihr durchführen müsst, dann macht es unter Umständen Sinn, sich das einzurichten, einzustellen. Und jetzt sehen wir hier auch schön, wie der Vorabschalter funktioniert. Und hier haben wir die Möglichkeit, wie gesagt, diesen geführten Schnitt durchzuführen. Geht aber auch problemlos ohne Führungsschiene. Hervorragende Ergebnisse. Und klar kann man hier das FS Rapid System einsetzen mit der Führungsschiene. Aber ich denke, wenn man hier vielleicht Baustellen hat, wo ich viele solche Materialien zuschneiden muss, gibt es ja auf dem Markt diese Säge, ja, wie sagt man, Gestelle, wo ich hier solche Materialien mehr oder weniger einspanne und dann rechtwinklig zuschneiden kann. Und hier vielleicht die Frage, kann ich mit der ISC ja auch mit so einem Sägegestell, die es da auf dem Markt gibt, kombinieren? So eine stationäre Einrichtung, ja klar. Ja. Also es ist auf jeden Fall mal, wenn man viele Materialien hat und den Platz hat, sowas aufzubauen, dann macht es definitiv Sinn, ist sehr ergonomisch. Okay. Und wir haben ja auch eine Möglichkeit, ein Schneidegestell zu verwenden. Nicht von uns, ist von einer anderen Firma. Mhm. Und wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns jetzt hier mal an. Super. So, wir sehen hier das Schneidegestell der Firma Spewe. Und wichtig ist hier, dass man hier das Ganze nur verwenden kann mit dem langen Schneidgarnitur-Typ. Wir haben jetzt, deswegen müssen wir erstmal diesen Adaptertisch abmontieren, einfach die Schraube lösen und über leichtes Drücken und nach vorne kippen abziehen und am besten gleich wieder aufräumen. Und jetzt wird die Garnitur abmontiert. Ihr seht, das geht recht schnell. Und in gleicher Art und Weise wird wieder die lange Garnitur eingesteckt, eingedreht. Und all diese Dinge haben ihren Platz. Das finde ich toll, weil das ist dann nicht irgendwo abgelegt, sondern du findest in dem System alles wieder perfekt. Hier ist ein Loch. Richtig, wir haben das Loch und dieses Loch ist sehr wichtig, dass wir hier diese Kopplung durchführen können mit dem Schneidegestell. Wir haben hier diesen kleinen Bolzen und über dieses Loch und diesen Bolzen die Garnitur dann gehalten im Schneidegestell. Ja. So, natürlich hier mit Staubsauger und das Tolle an so einem Schneidegestell ist, dass wir hier auch sehr flexible oder im Prinzip jeden Schnitt durchführen können, der eben anfällt. Auch Shifter-Schnitte sind hier möglich. Und hier seht ihr ein anderes Material, PU-Dämmung und PIR-Dämmung. Und im unteren Bereich EPS-Styropor. Und ihr seht, so kann man da natürlich sehr komfortabel arbeiten. Gut, also nach Beendigung wird es dann oben wieder eingehängt. Super duper. Das heißt, wir haben jetzt gesehen, wie man hier diese weichen, flexiblen Dämmstoffe bearbeitet. Wir haben gesehen, wie man hier dieses Material bearbeitet. Gibt es vielleicht ein bisschen was zu sagen bezüglich diesen Schneidgarnituren? Also wir haben ja einmal für das weiche Material diese Wellenschliffgarnituren und das hat dann mehr oder weniger so eine Art Wechselzahngarnitur. Was müssen wir was beachten bezüglich vielleicht Glaswolle, Steinwolle und diesem Holz? Ja, das ist ein guter Hinweis. Es ist in der Tat so, dass wir also mit der Wellenschliffgarnitur können ja wie gesagt flexible Dämmstoffe zugeschnitten werden. Allerdings ist es ratsam, dass wir hier nicht zwischen diesen Materialien hin und her tauschen, weil die Glaswolle doch sehr abrasiv ist und die Schneide ein kleines bisschen abstumpft. Und wenn wir quasi Glaswolle geschnitten haben und dann zurückgehen auf Holzfaser, dann ist die Schnittqualität nicht mehr die gleiche. Alles klar. Aber wenn man jetzt quasi nur Glaswolle schneiden würde, kommt man dann ca. 2500 Meter weit. Genug. Und für das Styropor zum Beispiel oder diese
dieses PU-Material, da haben wir immer das Gleiche, sind nur die Längen unterschiedlich, ist es so? Meinst du jetzt die Lauflänge oder die Schnittkapazität von der Tiefe her? Also wir haben 240 mm Schnitttiefe, kann man sagen, bei der kurzen Garnitur und 350 mm bei der langen. Aber es sind immer Wechselzahlen, Sägeblätter. Genau, immer Wechselzahlen. Genau, das war's. Ja, bei diesen harten Stoffen ist es halt ratsam, nicht zu stark zu drücken, damit es einfach gerade bleibt und nicht verläuft. Jetzt haben wir hier natürlich an der Wand noch ein anderes Material, das hier aussieht wie das flexible, aber doch irgendwie härter sich anfühlt. Und dieses harte Material, ist es auch möglich mit der ISC? Nee, das ist wirklich eine Ausnahme. Das können wir mit der ISC nicht schneiden. Da brauchen wir noch brauchen wir andere Kaliber. Je nach Dicke brauchen wir dann schon sowas. Okay. Das ist dann praktisch die Universe, die Schwarzsäge mit einem mit der Kette drauf. Und die kenne ich schon ein bisschen, weil da haben wir bei den Dachkonstruktionen schon einiges geschnitten, Jose. Ja, im letzten Teil. Genau. Ist geeignet für Holz und aber eben auch für Dämmstoffe. Maximale Schnitttiefe 200 mm. Also aber diese für beide Materialien möglich, ja. Bis 200 mm. Wie setze ich die ein für diese Anwendungen? Schauen wir uns einfach an, würde ich sagen. So, wir haben hier, wie gesagt, eine Kette montiert. Hier einfach nochmal kurz, bevor man loslegt, die Kettenspannung überprüfen. Falls diese nachgestellt werden muss, ganz einfach hier aufdrehen. Wir haben hier im hinteren Bereich auch noch die Möglichkeit, die Kettenspannung werkzeuglos einzustellen. Und das mache ich jetzt eben gerade oben am Rad drehen. Ähnlich wie bei einer herkömmlichen Motorkettensäge einstellen von der Spannung her und dann entsprechend fixieren. Ölstand kurz noch kontrollieren. Hier im hinteren Bereich haben wir die Möglichkeit, die Schmierung einzustellen. Für diese Dämmstoffe, da reicht es auch, die Schmierung auf 1 zu stellen zum Beispiel. So, hier auch wieder das gleiche Setup wie vormals verwendet. Zusätzlich wird hier dieser Personenschutzschalter verwendet und der ist eben notwendig, sobald mehr als ein Verbraucher verwendet wird. Erhöht einfach nochmal die Sicherheit für den Nutzer. Frank, willst du da, hast du da noch was zu sagen? Ja, also wir haben hier die Information bezüglich der Syspower Station noch in den Links unten verlinkt, sodass er hier auf jeden Fall noch die Information bekommt über die Syspower Station. Genau, einfach nochmal eine erhöhte Sicherheit. So, wir haben jetzt hier das Setup, um solche Plattenmaterialien zuzuschneiden. Oftmals müssen einfach Kappschnitte durchgeführt werden im 90-Grad-Winkel. Hier FS Rapid Schnellspannsystem in Verbindung mit dem 90-Grad-Winkelanschlag unter kurzen Schiene ist natürlich eine super Sache dafür. Und um Winkelschnitte durchzuführen, eignet sich auch dieser Winkelanschlag hervorragend. Wird hier einfach hinten eingeschoben, entsprechend fixiert, Winkel eingestellt. Und eine weitere Möglichkeit, mit dem Anschlagsystem zu arbeiten, seht ihr hier. Dieser Winkelanschlag wird hier ebenso eingeschoben. Es gibt auch noch eine Verlängerung, die ist hier im Moment nicht montiert und wird hier ganz einfach über diesen Spannmechanismus gekoppelt. Und hier kann dann auch der entsprechende Winkel eingestellt werden. Das heißt, unterschiedliche Möglichkeiten mit den Führungsschienen zu arbeiten und ihr seht dann auch hier, das funktioniert dann wirklich problemlos, solche Schnitte durchzuführen und es kommt dann schon auch ein Staubvolumen zustande und daher macht es auch wirklich Sinn mit diesem Vorabscheider zu arbeiten, weil hier haben wir die Möglichkeit, das auch relativ komfortabel zu leeren dann. Gut. Also ihr seht schon eine Menge Möglichkeiten, mit Zubehörteilen dann hier zu arbeiten. Hier nochmal dieser Winkelanschlag, dieser 90-Grad-Winkelanschlag oder auch hier die Möglichkeit,
mit diesem Anschlag, mit dem Winkelanschlag, wo ich hier verschiedene Gradzahlen einstellen kann. Und der Jose hat ebenfalls noch dieses Zubehör, wo ich an die Führungsschiene montieren kann, um dementsprechend ebenfalls Auflage zu haben und Teile abzulenken. So, das waren im Prinzip die Kappschnitte. Die sind wirklich, habt ihr gesehen, geht problemlos. Aber jetzt geht es wahrscheinlich wieder, oder nicht wahrscheinlich, sondern es geht auf jeden Fall wieder in diese Schrägschnitte. Hier kommen wieder kleine Bereiche, 15 Grad, hier nicht viel, auch nicht so arg dick. Aber Jose, hier gibt es ja auch Dimmmaterialien, die wesentlich breiter sind, dicker sind. Und da wollen wir mit unserer SSU an die Grenzen kommen. Also je nach Dachneigung und je nach Winkel kann es dann halt schon sein, dass der Winkel nicht mehr oder die Schnitttiefe nicht mehr ausreicht. Und da haben wir hier die IS 330. Die ist dafür dann super geeignet. Ist eine reine Dämmstoffsäge. Das ist wichtig zu sagen, eine reine Dämmstoffsäge. Genau. Aber durch diese Länge natürlich ideal für solche extremen Schnitte in Dämmstoffmaterial. Genau. Ich würde sagen, Leg mal los. Ich zeige es euch mal. Wir haben hier beide Maschinen. Ihr seht auch einfach nochmal den Unterschied. Und hier ist ein größeres Materialpaket, das ich jetzt einfach mal exemplarisch durchschneide. Und die Schnitttiefe, wie gesagt, reicht nicht aus von der SSU. Hier IS 330 haben wir auch noch Platz, selbst bei irgendwelchen geneigten Schnitten. Und schnell noch den Winkel eingestellt. Fixieren wird vorne und hinten fixiert. Und jetzt können wir hier im Prinzip das gleiche, also vom Handling her ist es genau gleich wie bei der SSU. Und hier wird dieses riesen Dämmstoffpaket jetzt einfach mal durchgesägt. Und ihr könnt euch schon vorstellen, bei solchen dicken Paketen, aber da kommt schon ordentlich Staub zusammen. Und wie gesagt, wenn das alles irgendwo rumliegt, schon besser, wenn es abgesaugt wird. So, dann schauen wir uns mal das Ergebnis an. Ihr seht auch schön, wie der Staub hier abgesaugt wird. Klar, es fliegt ein bisschen was rum, aber es erheblich reduziert auf jeden Fall mal. So. Eine schöne, glatte Kante. Wirklich extrem. So, schräge Schnitte, wie gesagt, kein Problem. Oftmals ist es aber so, dass es eben auch um die Länge geht. Und dazu haben wir hier natürlich auch Führungsschienen in allen möglichen Längen. Diese hier gefällt mir sehr gut, weil sie einfach nochmal verschiedene Löcher hat. Kann man dann auch zum Beispiel einfach mal drauf schrauben mit kleinen Schräubchen und ein bisschen fixieren. Ist jetzt bei diesem Material nicht so tragisch, wenn da ein kleines Loch drin ist. Genau, jetzt haben wir das alles zugeschnitten, dieses Material. Jetzt sehe ich hier diese kleinen Kunststoffringe hier. Nächstes Thema geht es Befestigung von dem Material. Normalerweise legt man es nur rein. Das würde uns natürlich hier runterfallen. Klar, da hängt ja dann in dem Fall ein Putz dran. Und klar, muss man irgendwie befestigen. Gibt es dann spezielle Schrauben dafür. Und wie das Ganze funktioniert, seht ihr hier. Akkuschrauber, das ist ein Thema jetzt kurz. Richtig, das ist jetzt im Prinzip auch keine komplizierte Sache. Das sind Schrauben, je nach Systemanbieter werden spezielle Kappen hier verwendet und die werden nach dem geforderten Raster einfach eingeschraubt. Klar, bietet sich ein Akkuschrauber an. Ja, hier sehen wir es recht gut übereinander. Die sind ja auch mit Nuten Federn dann verbunden, sodass man das Ganze hier. Also theoretisch kommen da auch noch ein paar mehr rein, aber. Ja. Was natürlich jetzt kommt, ist das obere Bereich. Hier haben wir diese Platten hier und die sind in der Regel nicht ganz so dick immer, sondern die sind eher ein bisschen dünner. Und da kommt jetzt natürlich, denke ich mal, eine Maschine zum Einsatz. Die meisten Dämmstoffe oder diese druckfesten Dämmstoffe sind oftmals auch in diesem Bereich zwischen 40 und 80 Millimeter. Also gar nicht mal so dick unbedingt immer. Und dann kommt diese Maschine zum Einsatz. Zimmermanns Freund.
genau. 85er HK85. Nimm sie ab, sie ist schon ein bisschen schwer. Danke. Die hättest du auch nicht lang gekriegt. Also das ist die Marke, die gebe ich dann auch nicht so gerne aus der Hand. Ja, die HK85 haben wir auch schon in den vorherigen Folgen öfters mal eingesetzt und ist auch hier für die Dämmstoffbearbeitung wirklich eine super geeignete Maschine. Wie gesagt, 85 mm Schnitttiefe reicht dann hier für die, ja, die gängigsten Dämmstoffe dann auch aus, für diese druckfesten. Das Ganze in der Kombination natürlich mit der Führungsschiene. Ich denke, du hast hier auch wieder einen schönen Film, den wir uns anschauen können, wo du vielleicht ein bisschen Tipps und Tricks erklären kannst. Genau. Schauen wir uns an. So, wir haben hier oftmals wieder mit 90 Grad Schnitten, Kappschnitten zu tun. Und hier eignet sich auch wieder dieser selbe Aufbau. Ich habe hier den Winkelanschlag, 90 Grad Winkelanschlag und diesen Schnellspannverschluss. Und hier wird dann die Tiefe natürlich noch entsprechend eingestellt, weil oftmals arbeite ich hier bei diesen Plattenmaterialien vom Stapel, von der Palette runter. Und hier will ich ja die untere Platte so wenig wie möglich einschneiden. Es ist jetzt bei diesem Material auch nicht wirklich schlimm, aber trotzdem tut man ja sein Bestes. So, und jetzt, also ihr seht, geht hier durch wie Butter. Es empfiehlt sich auch hier eine Absaugung zu verwenden. Auch hier solltet ihr einen dicken Saugschlauch verwenden, dass das Material auch sauber abtransportiert wird. Und beim ersten Schnitt vielleicht noch mal kurz nachstellen. Jetzt ist es sauber eingestellt auf die Materialdicke und man kann jetzt hier den ganzen Stapel vollends verarbeiten. Hervorragend, aber wie schon gesagt, jetzt haben wir hier gerade Schnitte, geht wunderbar mit der 85er. Kommen wir wieder zu diesen Schrägschnitten. Und ich glaube, hier gibt es ein Zubehörteil, das man hier wunderbar einsetzen kann für diese Schrägschnitte, oder? Ja, also gerade hier bei diesen parallelen Schnitten, wenn es jetzt ein Neubau ist, dann ist es dann oft auch mal parallel, versucht man zumindest. und da Arbeit kann man auch sehr gut mit dem Parallelanschlag verarbeiten, vor allem wenn wir hier das Ganze schräg stellen, verlieren wir auch ein bisschen von der Schnittkapazität. Daher schauen wir uns das an, wie das funktioniert mit dem Parallelanschlag. Zunächst mal schräg stellen, wieder unsere 15 Grad und wird hier fixiert über eine Schraube am Ende. Die Tiefe wird noch angepasst und hier schiebe ich jetzt den Parallelanschlag ein. Man kann das Ganze dann entsprechend erstmal an die Markierung anlegen, einrichten, Parallelanschlag fixieren und jetzt den Schnitt durchführen. Und hier sehen wir auch, wie effektiv die Staubabsaugung funktioniert. Also wenn ihr das mal ohne Staubabsaugung ausprobiert, dann werdet ihr den Unterschied gleich merken. Und ist wirklich eine tolle Sache dann. Super, José. Ich denke, die Leute hier haben jetzt einiges sehen dürfen bezüglich unseres kompletten Sets zum Bearbeiten von Dämmstoffmaterialien. Ja, ob es jetzt die ISC ist oder die SSU für die Herren. Oder die HK85. HK85. Und natürlich nicht zu vergessen, das ist ganze praktische Zubehör, Schienenzubehör, Führungsschienen, Winkelanschläge und. Wichtig für euch zu wissen, wir haben das nachher alles unten verlinkt. Das heißt, die ganzen Zubehörteile, Maschinen werdet ihr unten wieder finden. Und ich freue mich drauf, José, schon mit dir die nächste Folge zu zeigen, weil da geht es dann um was genau? Wir machen weiter. Also du hast ja jetzt gelernt, wie man das Ganze verkleidet. Genau. Also du ich mache das dann nächstes machst Mal. Das mal und, aber dann in der nächsten Folge machen wir hier das Thema Fassade und auch Dachüberstand, Dachausbildung, also die ganze Unterkonstruktionsgeschichten, Zuschnitt von, dann arbeiten wir wieder mehr mit Holz. Hervorragend. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.